Und jetzt werden wir uns nochmal eine Stunde damit beschäftigen. Ja, das mit dem Aufstieg ist jetzt echt erstmal gegessen. Gucke ich später nochmal rein. Das muss das Lager sein. Jetzt müssen wir den verlorenen Jäger finden. Vielleicht in den Kisten. Auf der richtigen Ebene? Das kommt ja noch dazu. Nee, muss ja sein, ansonsten wird er mir das anzeigen. Noch mehr Spuren hier. Wir müssen näher dran sein. Der Typ, der hier rumschreit, ist der vermisste Jäger und nicht die Leiche, der rumliegt. Bam, bam, bade, bam, 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 bam. Den sollst du eigentlich nicht schlagen. Ich will den Kampf nicht abbrechen, aber der ist halt wieder so weit an den Rand gegangen.
jetzt auch mal. Wenn du einen aktiven Stein verwendest, feuerst du mit einer mäßigen Wahrscheinlichkeit eine Reihe von Projektilen, aber erhöht die Abklingzeit deiner aktiven Steine. Das muss Jungspund sein. Wir müssen der Jägerin Bescheid sagen. Keiner sollte so herumliegen. Wir begraben ihn. Du kümmerst dich sogar um die Toten und Verblassten? Interessant. Naja, vergraben. Sollten wir es auch dem Sand überlassen können. Irgendwie fehlt auch ein Upgrade für schnelleres Surfen. Kann zwar durch Einsammeln von Pflanzen ein bisschen beschleunigen. Für das Geschwindigkeitsgefühl. Ich habe deinen jüngsten Jäger gefunden. Tut mir leid. Er ist tot. Wir rannten um unser Leben. Wir hätten nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Jungspund, vergib uns. Da war auch ein riesiges Phantom. Ich habe mich darum gekümmert. Ich danke dir. Ich... Nimm das. Dafür, dass du herausgefunden hast, was unserem jüngsten Jäger passiert ist. Ich habe Jungspund begraben. Es droht keine Gefahr dabei, sein Grab zu besuchen. Ich bin sicher, er wäre dir dankbar. Das bin ich auch. Vor so einer großen Explosion die Gegner in der Nähe anzufügt und geklonte Gegner in die Luft sprengt, wodurch eine weitaus größere Explosion ausgelöst wird. Stimmt, ich habe auch noch lauter Schatzkarten bekommen, die ich mir alle nicht vernünftig angeguckt habe. Solange die Essenz fließt, wird Tel... Verdammte Priester! Welcher Schatz soll denn hier sein? Im Garten der Sonne. Ja, drei Tore, zwei zu, direkt dahinter. Imgorg, vielleicht sollst du den Part erstmal übernehmen. Und dann anderen Leuten sagen, sie sollen den Part übernehmen mit dem Anfeuern. Zusammen gesehen werden. Tu, was wir besprochen haben. Ich bitte dich. Hast du sie schon gefunden? Sie sind in Sicherheit. Ja, euch hat mir auch schon geholfen. Geh weg, ihr. Keiner will Telos Zorn spüren.
Und solange die Essenz fließt, wird Telos über uns wachen und uns vor allem Unheil schützen. Wenn deine Pflichten eine erdrückende Last sind, denke daran, dass Telos die Last der Welt auf den Schultern trägt. Stelle Telos über deine eigenen Bedürfnisse. Du siehst aus wie ein Rebell. Vielleicht habe ich was... Pass auf, wo du hingehst. Der untere Teil der Stadt... Die erleuchteten im Moment, hier geht's doch in die Mittelhalle. Da ging's in diese untere Stadt. Sieh dir diese Belohnung. Amulette, Essenzsteine, unsere Sammlung wächst. Ich bin neugierig darauf, jetzt verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Ich nicht. Du stellst automatisch Leben wieder her, solange deine drei aktiven Steine abklingen. Neulich sprach ich mit Handrilla über unsere geliebte Königin. Natürlich in aller Stille. Er stimmte mir zu, dass sie früher viel aktiver war. Sie führte die Truppen in die Schlacht und so weiter. Aber keiner von uns hat sie je gesehen. Kein einziges Mal. Und wir haben nach ihr Ausschau gehalten. Sie verlässt fast nie den Palast. Handrilla schwört, dass er sie mal am Fenster gesehen hat. Aber der arme Narr hat wahrscheinlich eine Magd angeschmachtet. Ob sie wohl alt wird? Hat Telos das Geschenk zurückgenommen? Die Zeit wird es zeigen. Oh, das ist eine Mauer, eine unsichtbare. Betrug! Guten Abend, Janin. An ihr sind wir wieder im Unterviertel. Bin zu doof, in den richtigen Abschnitt der Stadt zu laufen gerade. Aber wahrscheinlich musst du rechts rumlaufen und kommst links rum gar nicht dahin. Unsichtbare Mauern kannst du nicht besiegen. Pass auf, wo du hingehst. Der untere Teil der Stadt. Holt euch hier eure Äpfel! Nur die besten! Jeden Tag ein Apfel! Und meine Frau verprügelt mich zu Hause nicht. Hört, hört! Die Tore von Litesta sind wieder offen! Da war der Apfeldieb. Ich sollte nicht mit dir reden, aber hast du Finderin gefunden? Das habe ich. Sie ist in Sicherheit und erholt sich. Das ist eine gute Nachricht. Wo ist sie? Es tut mir leid, aber angesichts deiner neuen Rolle kann ich es dir nicht sagen. Man muss stets Autorität zeigen. Ich kann spüren, wie mein Wille schwächer wird. Ich spüre die Stimme von Telos in meinem Kopf und ich habe... Ich kann nicht glauben, dass ich mal in dieser Angst. Gasse gelebt habe. Ich bin weit gereist, fast bis ins Kernland. Die letzte Expedition hat ihren Tribut gefordert. Ich fühle mich meinem Gotteswesen näher als je zuvor, aber ein Teil von mir schreckt davor zurück. Ich muss diesen Heiden in mir verbannen,
mich Telos Willen unterwerfen? Ich bin das Instrument von Telos Gnaden. Jetzt habe ich es aus Versehen weitergeklickt. Ja, hier musste man lang. Halt! Ach, darf ich ja nicht. Am besten halten wir uns zurück. Dann später. Ich habe die verdorbene Essenz. Bist du bereit? Ja, los geht's. Ich sehe zu, dass das hier im Brennofen landet. Dann machen wir uns auf den Weg in den Palast. Sobald sich die Lage in der Stadt aufheizt, schicke ich ein Signal an Kendra. Immerhin hat sie mir genau dafür diesen Vogel mitgegeben. Dann kann ich den auch benutzen. Los, geh in den... Das war zurück zum Hauptplatz und dann rechts. Wer hat diesen Grobian in die Oberstadt gelassen? Die Hohepriesterin erwartet bei Tagesanbruch. Störe die Erleuchteten im Turm nicht. Der Essenzsegen ist im Gange. Telos, o ewige Glut! Zerstörer von Dunkelheit und Chaos. Bringer der Ordnung und des Lichts. Ah, nee, da oben ist auch wieder so eine Kiste. Also mit einem roten Verschluss. Wir haben reichlich Ressourcen. Wir würden davon profitieren, wenn wir mit ihnen unsere Essenzsteine aufpolieren. Vorsicht! Muss ich dich daran erinnern, dass dies der Turm der Essenz ist? Ich sollte meine alten Klamotten tragen. Wenn Sie denken, dass ich namenlos bin, lassen Sie mich sicher rein. Rüstung anpassen. Umgestalten. Da-da-da! Das Gaunt ist auch nicht sehr auffällig. Was passiert mit der gereinigten Essenz überhaupt? Das verdammte Phantom bringt sie irgendwo hin. Aber wohin? Ich vermute, es ist Essen. Für... Du weißt schon. Für Essen. Für das Gotteswesen der Sonne. Was soll das? Das kann doch nicht wahr sein. Verlasse die Kammer, und zwar sofort. Richtig, was verbrennst du deine alten PKW-Reifen bei uns im Brennofen? Das war's! Ja. Das war's. Was ist los? Wie ich schon sagte, es ist die Essenz. Sie macht mich schwindlig. Dann lass uns schnell von hier verschwinden. Wir müssen uns mit Arif treffen. Aus. Ist es sicher, hier zu bleiben? Die Priester werden das schon regeln, hoffe ich, oder? Richtig, die Priester werden es einfach ein bisschen beten. Und dann wird das schon. Blasphemische Medizin, Penicillin. Ihr wollt mich doch verarschen. Helos! Betet einfach jeden Abend um die Seele eures Kindes und es wird wieder gesund werden. Schreie, als etwas mit dem Turm der Essenz geschah. Die Erleuchteten drückten ihre Freude über Telos aus. Das will ich selbst sehen.
erwartet bei Tagesanbruch. Es ist so schön und ruhig, wenn die Stadt abgehört. Wo ist Arif? Wir waren hier verabredet. Er hat sich bereits in den Palast geschlichen. Du hast da drin gute Arbeit geleistet. Jetzt aber schnell in den Thronsaal. Unsere Wünsche seien mit dir. Okay, jetzt darf ich einfach rein. Der Gestank dieser Namenlosen. Vielleicht können wir ein paar... Den hättest du fast erwischt. Warum hast du aufgehört? Etwas hat mich gestochen. Mir ist übel. Das wird dich nicht davon abhalten, meine Befehle auszuführen. Oh, helles Rot. Okay, das ist auch der Schatz, den wir gesucht haben, so gesehen. Den hättest du fast erwischt. Warum hast du aufgehört? Ich wusste, dass du Ärger machen würdest. Morat, namenloser Abschaum. Halt dich zurück, Hauptmann. Meine Königin. Aber... Lass uns allein. Hey! Oh la la. Mon amour. Arif? Was ist hier los? Komm, Träger des Gauntlet. Wir haben einiges zu besprechen. Die Tür wird sie aufhalten, aber wir haben nicht viel Zeit. Hör zu, Träger des Gauntlet. Ich bin auf deiner Seite. Das war ich schon immer. Arif, wusstest du davon? Nein, das habe ich erst vor ein paar Minuten erfahren. Sie wusste, dass ich kommen würde. Ich habe eure Karawane vom Weg abkommen lassen, damit jemand den Gauntlet findet. Und das hast du auch. Du hast Nayal gefunden. Sie sollten eigentlich schon hier sein. Ich glaube nicht, dass sie lügt. Das kann ich auf keinen Fall glauben. Das mit den Rittern. War das auch Teil eines Plans? Nein. Aber manchmal muss man einen Preis zahlen. Und ich habe mein ganzes Leben lang bezahlt. Ich bin nur eine Marionette. Ein Symbol, dem die Menschen folgen. Telos hat die wahre Kontrolle. Über den Wächter. Über die Erleuchteten. Und über Nayals ewiges Gefängnis. Was? Solange Telos Teil dieser Welt ist, kann es keine Freiheit geben. Nicht für mich, nicht für Nayal und auch nicht für die Menschen dieser Welt. Mit diesem Gauntlet trägst du die Verantwortung, uns alle zu befreien. Ich glaube nicht, dass ich dir vertrauen kann. Zum Glück ist es deine Entscheidung. Du kannst uns befreien oder mir misstrauen. Draußen ist ein Phantom. Ich habe es von Telos Kontrolle befreit. Es wird dich zu Nayals wahrer Ruhestätte bringen. Und zu Valerie. Valerie? Du musst jetzt gehen. Beeil dich. Moment mal. Wir sind aus einem bestimmten Grund hier. Ich weiß. Ich werde mich den Rittern ergeben. Hoffentlich wird das vorerst ihre Rachegelüste stillen. Aber was auch immer ich tue, das Volk wird kämpfen. Leider ist der Glaube an Telos viel stärker als ich selbst. Ich werde an dich denken und für deinen Erfolg beten. Bringen wir es hinter uns. Sieh nur, wie groß dieses Vieh ist. Okay, ganz ruhig. Wow! Das ist es. Das Reich von Telos. Was macht es mit der Essenz? Mein Gefängnis. Ich bin dort. Die Essenz stärkt es. Hält mich eingeschlossen. Um mich gefangen zu halten. Und
Telos an der Macht. All die Zerstörung, der Essenzabbau, für das hier? Wir sollten gehen. Hey, was ist denn in dich gefahren, du? Das Ding. Moment. Moment, ist das... Nein. Nein, bitte. Ich... Valerie. Ich wollte nicht. Nein. Bitte nicht. Nein. Es tut mir leid. Hier bin ich die ganze Zeit gewesen. Verbannt. Bestraft. Ein endloser Kampf. Gefangen. Blind. Dann weckte mich Valerie. Ich habe sie hierher geführt. Aber das hat sie letztendlich umgebracht. Sie war nicht stark genug für meine Macht. Ich habe das getan. Ich wollte meinem Kampf entkommen. Aber ich wusste nicht, wie zerbrechlich die Menschen sind. Wie unvollkommen der Gauntlet war. Sie hat dich nicht aufgegeben. Selbst am Ende nicht. Sie war überzeugt davon, dass der Gauntlet unsere einzige Hoffnung ist. Dann lass uns wenigstens diese Hoffnung erfüllen. Wir werden alle von Telos befreien. Valerie hatte das letzte Stück des Gauntlets. Wenn wir die letzten Splitter finden, wird er vollständig sein. Und dann zu Telos. Ja. Komm. Lass uns das Stück mitnehmen. Und damit auch die Erinnerungen an diesen Ort. Ach, seine Schriftrolle geht richtig steil. Heute ist es schwer vorstellbar, dass zwei göttliche Wesen einst in Frieden herrschten. Als Vertraute, sich näher als eine Familie. Doch Telos fürchtete die Menschen. Fürchtete ihre Neugier, ihre Kreativität, ihren Ehrgeiz. Und wie sie damit Waffen erfinden würden. Für das göttliche Wesen war Freiheit nichts anderes als Chaos. Unvorhersehbar, unkontrollierbar, ineffizient. Telos lehnte Freiheit für die gesamte Menschheit ab, wurde zur Ordnung selbst und ließ sie durch die Phantome erzwingen. Alle, die sich widersetzten, wurden beseitigt. Und schließlich vergessen. Ein konstanter Essenzstrom war nötig, um Nayal unter Kontrolle zu halten. Und so begann das Essenzritual. Alles In-Game-Sound. Jahrhunderte wurde ich in diesem Gefängnis festgehalten. Auf Kosten von so vielen, die dafür die Essenz abbauen mussten. Der Gauntlet hat meinem Geist geholfen, das Gefängnis wieder zu verlassen. Aber mein Wesen selbst ist immer noch da drin gefangen. Wie ist dieses Gefängnis? Ein endloser Kampf. Endlose Niederlagen. Ich würde lieber von anderen Dingen reden. Telos muss bezahlen. Wir müssen Telos Reich betreten. Ein verbotener Ort, der nur über die Sonnenuhr zugänglich ist. Aber der Gauntlet benötigt seine volle Kraft, um diese Ketten zu zerstören. Wenn wir das letzte Stück aus seinen Splittern zusammengesetzt haben, haben wir vielleicht eine Chance. So, das letzte Stück erhalten. Ich werde hier bleiben.
Valerie, sie muss begraben werden. Wenn ich früher gewusst hätte, was Valerie vorhatte, mit der Königin zusammenzuarbeiten. Die Königin hat viel im Verborgenen getan. Ich bin mir bei ihr nicht sicher. Die Wahrheit wird sowieso ans Licht kommen. Wenn die Königin kapituliert, wird alles ans Licht kommen. Und die Schlacht ist vorbei. Dein Verlust tut mir leid. Ich will dich nicht aufhalten. Du wirst woanders gebraucht. Erspüre die Welt um dich herum. Moment, sind wir so weit geflogen, um dann hier wieder zu stehen? Okay. Ja, also doch. Jetzt wird alles besser. Das war komisch, dass das letzte Upgrade ja gar nicht in der Übersicht war am Anfang. Zieh mal wieder Rüstung an. Ich habe die Rüstung ja an, ich habe nur das Aussehen angepasst. Der Hund guckt mich schon wieder an. Aber schöner Effekt, jetzt mit der Sandfaust, die sich da durchgräbt und Sachen zerstört. Vielleicht will Balthasar auch mal angepasst werden. Oder angefasst. Ne, Balthasar will gleich mal endlich raus. Es ist Zeit. Sieh mal, das ist eine der Ketten, die die verdammte Sonnenuhr halten. Aber sie ist zu stark. Ich kann sie nicht zerbrechen. Wir müssen die Splitter des Zerstörungsstücks finden, um da durchzukommen. Was? Ich spüre einige in der Nähe, aber andere sind in Bastengar. Wir müssen die versunkene Stadt erneut aufsuchen und sie finden. Backtracking. Träger des Gauntlet, du bist es. Puh. Als die Tür plötzlich verschwand, dachte ich schon, es gäbe noch mehr Probleme. Du bist ein Späher aus Castrum 7, nicht wahr? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Du hast mich erkannt. Ich fühle mich geschmeichelt. Wie ich sehe, hast du den Rekrutierer gefunden? Ja, dank dir bin ich eine vollwertige Rekrutin der Ritter. Ich glaube, Flinkfuß wäre stolz. Wie auch immer. Brauchst du irgendwas? Gibt es Neuigkeiten von den Rittern? Oh ja, die gibt es. Wir sind auf viele Schlüsselpositionen vorgerückt und haben die Straßen und Tempel eingenommen. Die Kommandantin hat vor dem Stadttor von Litesta für die Belagerung Position bezogen. Ein paar Trupps versuchen, die Ketten der Sonnenuhren zu erreichen. Es ist ein harter Kampf, aber wir halten durch. Gut. Sie muss fallen, aber das erfordert mehr Macht, als ich im Moment besitze. Das wird sich allerdings ändern. Ich werde den anderen deinen Status mitteilen. Kämpfe tapfer, Träger des Gauntlet. Der Sieg ist zum Greifen nah. Mit neuen Kräften können wir endlich all die Tore und Truhen aufbrechen, die wir gesehen haben. Jetzt muss ich mich nur noch daran erinnern, wo sie waren. Ja, das ist nämlich das Geilste daran. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern, wo die mal irgendwann mal waren vor 80 Millionen Jahren. Ich habe einen Fehler gemacht. Sandy hat sich nicht als Freund entpuppt. Nein, ganz und gar nicht.
Ja, ich war zu optimistisch und dachte, es würde mich mögen. Aber nein. Ich sprach mit Sandy und... Entschuldigung. Ich wollte auf die Karte. Kisten werden nicht eingeblendet. Die kannst du nur an den Aussichtspunkten ersuchen. Und dann kannst du sie markieren. Es wird bald zu Ende sein. Ich kann es spüren. Es wird enden. Auf die eine oder andere Weise. Das hat so lange gedauert. Unendlich lange. Ich frage mich, was mit Arif passiert ist. Vielleicht werde ich es nie erfahren. Aber das ist nicht wichtig. Sogar ich bin nicht wichtig. Nur der Gauntlet. Seine Macht, Telos zu vernichten. Eine Verbindung zu einem anderen Gotteswesen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber meine Nachforschungen deuten darauf hin. Ich tue das nicht für mich selbst, sondern für alle da draußen. Das ist etwas, das ich riskieren muss. Wenn es funktioniert, dann wird sich alles ändern. Und Kendra wird sehen, dass ich die ganze Zeit recht hatte. Vor allem meine Kollegin, die ich gestern noch abgeholt habe, mitten in der Nacht. Sie hatte recht. Mit mir. Hat dann hier gepennt, weil ich gesagt habe, boah, bis zu dir und nochmal kein Bock. Ja, an sich hat die selbst gesagt, boah, jetzt mach dir nicht so einen Stress, mich noch nach Hause zu fahren. Ich penne einfach bei dir. Da habe ich gesagt, okay, sie kann auf der Couch schlafen. Recht. Und dann waren wir so fast bei mir. Ich bin viel zu müde, ich kann es nicht warten, dass die Couch leer räumt. Kann ich das Bett haben aber und du schläfst auf der Couch. Was am Ende mit ihr geschah? Ich bin einfach viel zu nett. Meine Freundin kennt die. Das war schon okay. Was sollen die dazu sagen? Mal eben die Sekunde Zeit, damit ich den schlagen kann. Habe ich meiner Freundin auch erzählt heute Morgen von. Obwohl ich kurz drüber nachgedacht habe, es nicht zu sagen. Weil es halt ja immer dann so Eifersucht kommt. Also Eifersucht kommen könnte, theoretisch, aber es ist halt... Ich bin halt alt... Dann sagt man das halt, warum auch nicht. Ist eine langjährige Kollegin, mein Gott.
Och nee. Wächterzone. Wieso? Was habe ich dir getan? Ordentliche Herausforderung. Zerschmettere die Gegner endgültig. Ich habe den Gegner verfehlt, weil der in der Luft war. Also ich in der Luft war. Guten Abend, Dunlock. Grüß dich. Ich habe 30.000 Essenz, vielleicht soll ich mal ein paar Fähigkeiten verbessern.
Und weg. Aua. Ich will den da haben. Das ist der dumme Wurm. Oh, ist auch nicht, der hat sich zerbackt. Das ganze Spiel hat sich zerschossen, glaube ich. Gerade. Weil ich kann noch nichts mehr aufsammeln. Bugfrei gibt es nicht. Und ich habe das am Anfang immer so gelobt, das Spiel. Dass so wenig Bugs drin sind. Tja, was willst du machen? Gibt's halt nicht die Belohnung. Für die Wildnis. Thank you.
So, schön Mops zwischen den Schenkeln. Wir müssen noch die letzten Minuten jetzt irgendwas machen, was sinnvoll ist. Bevor ich mit dem Hund Punkt, Punkt, Punkt mache. Den Aufstieg erklimmen. Das kostet ein bisschen Zeit. Es ist still, ja. Bei Atlas vorhin ist das immer still hier. Bist du in der Nähe fast? Ich werde für alle meine Sünden büßen. Bitte gib mir ein Zeichen, wie ich es tun kann. Fürchte dich nicht. Telos hat mich geschickt, um dir zu sagen, was du tun sollst. Telos, ich habe nie den Glauben verloren. Warum ist das mit uns passiert? Dein Licht hat mich immer geleitet. Bruder Elstend? Ja? Was ist passiert? Ich kann nicht. Du bist in Sicherheit. Du kannst mir vertrauen. Die Königin kapitulierte. Dann befahl der hohe Priester den Wachen, die Stadt weiter zu verteidigen. Es herrschte Chaos. Es gab Machtkämpfe, Meutereien, Verrat. Ich sah, wie ein Freund einem Gardisten in den Rücken stach, als er sich weigerte, zu den Waffen zu greifen. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Ich muss ihn finden. Alles andere ist unwichtig. Wenn du kannst, pass auf die Menschen auf. Habe ich vor. Aber warum sieht das so aus, wenn du alle umgebracht hast? Welcher Schatz ist das? Eine geheimnisvolle Ruine. Aber es ist doch da der Eingang direkt. Ach, da ist... Weil ist die das... Nee, das ist nur ein Artefakt. Ich kann übrigens keinen Schwenk über irgendwelche Feuchttücher und AA erzählen, weil es bleibt, wie es ist. Erst trocken und dann mit dem Feuchttuch ein bisschen abtupfen. Ah, ich erinnere mich wieder, dass wir mal hier waren. Ich glaube, hier haben die Leute mich doch von der Mauer angeschrien. Und haben gesagt, runter mit dir, du gehörst hier oben nicht hin. Ein Sohn. Telos, ich habe... Bin nur von der echt doofen Ecke hier rein wieder.
Der Hund hast du gerade auch beim Schuss abgeknattert. Du bist einfach ekelhaft. Danke Sunbreaker für ein Stufe 1 Sub. Okay, das war wahrscheinlich, um die Statue zu zerstören. Habe ich aber auch geschafft ohne den. Zwei, eins, bang! Ich frage mich, was dieser Ort war. Eine Art Tempel? Ein Versammlungsort? Das Land ist übersät mit solchen Orten. Denkmäler für vergessene Menschen, deren Rituale lange zu Staub geworden sind. Sie könnten sogar mich hier einst angebetet haben, meinen Namen in den Himmel rufend, um Hilfe bittend. Ist gut, Hund. Setzen wir dich mal kurz ab. Also wenn der Aufstieg irgendwo ist, dann da vorne rechts unten. Aber wir gucken noch in die falsche Richtung. Irgendwo da oder so. Stück über meinem Kopf. Da ist der Aufstieg? Nein. Du meinst, wenn ich jetzt so bin? Da, da über meinem Kopf. Das ist auch der einzige Ort, wo ich... Da ist ja auch einer von den, wie heißt das? Ein Ausguck. Ups, stopp. Aber in dem Aufstieg war ich schon. Weil sonst wäre er nicht hochgehoben. Und der geht nämlich ganz woanders, der geht nämlich da hinten rüber. Andere wäre das Ding ist da drüben, da wird nämlich ein anderer Aufstieg drauf sein. Und den konnte ich vorhin noch gar nicht öffnen.
haben sie mich wieder ein bisschen verkackt. Ah nee, das ist ein Laufquest. Ja, es ist der falsche verborgene Pfad, ist aber genau der verborgene Pfad, von dem ich gerade gesprochen habe. Ist aber auch egal jetzt. Mach ich erstmal jetzt laufen noch. Ich denke mal, dann gehe ich noch mit dem Hund nochmal raus. Alter. Wir haben noch keine Zeit. Es ist schön, dass du den Aufstieg siehst, aber ich habe da jetzt gerade keinen Nerv für. Beziehungsweise ich werde mich jetzt erstmal um mein Tier kümmern und morgen mich mit dem Aufstieg beschäftigen. Und da wir auch bei derselben Position sind wie vorhin, ist das natürlich, dass man den Aufstieg wieder sieht von hier aus. Bam bam bam! Das fällt mir gerade ein, was ich noch machen wollte. Da fehlt mir was. Erhöht die Geschwindigkeit des Hakenangriffs. Und schon habe ich mein ganzes Essenzzeug verbraucht. Das wird sich im Kampf auch bemerkbar machen. So, in dem Sinne an der Stelle wieder ein Break für YouTube und ich muss mit dem Hund raus.